In der Schweiz hat der Geheimdienst künftig zur Terrorabwehr mehr Überwachungsbefugnisse. Bei einer Volksabstimmung stimmten mehr als 65% für ein entsprechendes neues Gesetz. In Einzelfällen ist es in der Schweiz künftig erlaubt, Telefonate abzuhören, Wohnungen zu verwanzen und Computer anzuzapfen. Allerdings muss dafür jedes Mal die Genehmigung durch Regierungsstellen sowie vom höchsten Schweizer Verwaltungsgericht eingeholt werden. Das neue Gesetz gibt der Schweiz die Mittel in die Hand, um auf aktuelle Bedrohungen zu reagieren. Wir kämpfen gegen Terrorismus, gegen Spionage und den Handel mit chemischen und biologischen Waffen. Im Kanton Tessin stimmten die Bürger außerdem für ein neues Arbeitsmarktgesetz gegen Lohndumping von ausländischen Arbeitnehmern. Künftig müssen Bewerber aus dem Tessin den Vorzug bekommen vor Bewerbern aus dem Ausland, vorausgesetzt die Qualifikation ist gleich. Das Lohnniveau in der Schweiz ist im europäischen Vergleich hoch. Ins Tessin pendeln vor allem Arbeitskräfte aus Italien.